Ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn wir eine Strategie aufbauen, die meinetwegen auch über 20 Jahre funktioniert. Es wird euch besser gehen als vorher. Wie funktioniert eigentlich so eine Immobilie? Warte, ich muss mal gucken, ob wir das hier so auf die Schnelle hinkriegen. Wie funktioniert eigentlich so eine Immobilie? Auf der Seite 28 stehen oben die drei Punkte wieder drauf. Vielleicht können wir die auch nochmal mit reinnehmen. Im ersten Punkt bei einer Immobilie bitte immer drüber nachdenken, wo investiere ich gerade. Ihr kennt hoffentlich den Unterschied zwischen Geldwert, das ist das Geld auf dem Tagesgeldkonto und so weiter, das ist so unsere normale Geldsysteme, oder Sachwerte. Sachwerte arbeiten übrigens mit der Inflation, werden also teurer. Das sind Unternehmen zum Beispiel oder Immobilien zum Beispiel, Sachwerte. Auf den ersten Punkt könnt ihr euch raufschreiben, Sachwert statt Geldwert. Das ist im Abwehrbereich, einen langfristigen Sachwert zu nutzen, eine sehr, sehr gute Entscheidung. Das zweite, was ihr dort mit reinnehmen könnt, das ist eine sogenannte Hebelwirkung. Seite 28, ja. Achso, stimmt, ich bin hier schon weiter. Seite 28. Seite 28 oben, Punkt 2. Hebelwirkung mit OPM. Was ist OPM? OPM, schreibt es kurz in den Chat. OPM, schon mal gehört? Hebelwirkung mit OPM? Other People's Money. Danke, Philipp. Sehr gut, ihr seid wach. Das freut mich richtig, mit euch zusammenzuarbeiten. Ihr seid gut drauf. Other People's Money, also fremdes Geld. Ihr nutzt fremdes Geld, um eure eigene Rendite zu erhöhen. Wer kann damit gar nichts anfangen? Gibt es irgendjemanden, der sagt, ich habe noch nie, Frank zum Beispiel. Okay, Frank, dich nehme ich gleich, wenn wir dann Other People's Money besprechen. Danach weißt es. Dritter Punkt ist im Abwehrbereich langfristig der Zinseszinseffekt. Das nächste Weltwunder. Zinseszinseffekt ist das Weltwunder, was wir wirklich benötigen, um langfristig Erfolg zu haben. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn wir eine Strategie aufbauen, die meinetwegen auch über 20 Jahre funktioniert. Es wird euch besser gehen als vorher, wenn ihr diesen Weg geht. Ob ihr ihn in 7 Jahren geht oder in 15 oder in 20 Jahren. Ich sage immer, der große Unterschied ist dabei, das, was ihr heute mitkriegt von mir und die grundsätzlichen Punkte, die reichen, das glaube ich, bin ich felsenfest überzeugt, die reichen, dass ihr in 20 Jahren die erste Million habt. Das schafft ihr. Ist das schon okay? Ist das motivierend? Ja, ne? Also ich glaube, wenn man sagt, ich kriege in einem Tag das Wissen, um mit 20 Jahren Millionär zu werden, dann hast du, glaube ich, schon viel gewonnen im Vergleich zu vielen, vielen anderen da draußen. Wenn ihr sagt, ich möchte schneller und besser, dann kommen wir nachher zum Mindset, zum Investoren-Mindset. Dann kommen wir nachher zu den nächsten Hebeln, wie wir die noch aufbauen, sodass ihr das, was ihr hier habt, auch in die Umsetzung bringt. Jetzt bringe ich euch erstmal in die Umsetzung. Was bedeutet denn mein schönes Bild? Jetzt sind wir auf Seite 30. Ihr dürft gerne mal euer Beispiel mit mir durchspielen. Ich finde, wenn ich eine Immobilie habe, dann nehme ich das immer in zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen. Ich nehme immer entweder, das habt ihr auch so schön in eurem Workbook, ich nehme es einmal als Einmalanlage, das ist meine Seite 30, oder ich nehme es einmal als Sparplan, weil wir haben ja nur die Möglichkeit. Entweder habe ich jetzt richtig viel Geld, sind vielleicht einige von euch, die sagen, wie lege ich jetzt mein Geld an? Und andere von euch, die sagen, ich habe das Geld noch gar nicht oder ich möchte lieber monatlich sparen, weil ich ganz gutes Geld verdiene. Die machen gleich auf der nächsten Seite dann den Sparplan einer Immobilie. Okay, also wir sind jetzt in der Einmalanlage. Mal angenommen, ich nehme jetzt mal irgendetwas, du sagst, ich hoffe, das kann man so sehen von da hinten. Ich habe 100.000 Euro. Die will ich anlegen, will ich investieren. Was kriegst du auf ein Sparbuch im Moment gerade? Schreibst du Chat, was kriegst du auf ein Sparbuch, wenn du 100.000 Euro zur Bank bringst? Haben wir irgendwas? Kriegt man da überhaupt was für? Null, nichts, genau. Also wir sind uns einig, dass die Sparzinsen im Moment gerade keine große Alternative sind. Also nehme ich doch jetzt mal meine 100.000 Euro, wenn ich jetzt die anlegen würde bei der Bank, dann habe ich nehme jetzt meine Laufzeit von 20 Jahren. Dann habe ich nach 20 Jahren vielleicht einen Tick mehr als 100.000. Lass es beim Prozentsatz sein oder was. Dann hast du vielleicht 5, 6, 7, 10.000 Euro Gewinn. Jetzt zeige ich euch eine Immobilie parallel dazu. Ich gehe jetzt mit meiner Immobilie und setze das ein als
Eigenkapital. Kann man das lesen? Ja, ne? Das könnt ihr da hinschreiben, bei euch links auf den Punkt 1. Eigenkapital. Das ist mein Eigenkapital, das bringe ich rein. Das ist jetzt sehr vereinfacht, aber ich will, dass ihr das Prinzip versteht, um damit nachher arbeiten zu können. Jetzt gehe ich zu einer Bank und sage, meine liebe Bank, gebt mir mal Fremdkapital. Einmal auf Punkt 2, Fremdkapital. Das heißt, das ist jetzt OPM, das ist Other People's Money. Frank, ich habe dich noch irgendwo im Kicker. Das ist Other People's Money. Danke. Jetzt wisst ihr alle, was wir damit meinen. Und jetzt erkläre ich euch, was das bringt. Das bringt ganz viel. Jetzt habt ihr also eine Immobilie. Ist, glaube ich, relativ klar. Was kostet die Immobilie? Das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, aber in meinem Beispiel kostet die Immobilie 1 Million. Ich lasse jetzt bewusst Nebenkosten und so weiter weg, einfach nur, um euch das Prinzip zu erklären. Das sind andere Rundungsdifferenzen, die aber das Prinzip nicht verändern. Also wir spielen das jetzt mal einfach durch. Ich habe jetzt mein Eigenkapital von 100.000 Euro. Das will ich ja investieren, will ich anlegen. 900.000 Euro Fremdkapital. Was will die Bank jetzt über 20 Jahre? Die Bank will 20 Jahre lang von mir, danke Jens, Zinsen. Ich leihe mir das Geld, ist glaube ich relativ klar. Ich leihe mir das Geld und sie will es auch, danke Jens, Tilgung. Die will auch, dass ich es zurückbezahle. Das ist auch okay so, dafür leihe ich mir das Geld. Wenn ich das jetzt einfach mal so nehme und sage, hier diese graue Linie, die wird ein bisschen weniger. Das könnt ihr bei euch im Buch ganz gut sehen. Die wird ein bisschen weniger, weil ich habe jetzt Zins und Tilgung, was ich jetzt bezahle. Und ich habe jetzt mal das so als Beispiel gemacht. Ich habe jetzt mal so ein Prozent Zins und ein Prozent Tilgung, dass jetzt die Zinsen wieder ein bisschen gestiegen sind und sowas. Das ändert nichts am Grundprinzip, weil dadurch auch die Mieten steigen und so weiter. Also ich will nur, dass ihr das Prinzip versteht. Mal angenommen, ich habe ein Prozent Zins, ich habe ein Prozent Tilgung, weil das sind die Zahlen, die ich aus dem Bereich noch habe. Dann habe ich eine Monatsrate an die Bank, die könnt ihr euch gerne mal dazu schreiben, von monatlich 1.500 Euro für diese 900.000. Sind alle noch dabei? Ja, ne? Das ist, glaube ich, auch relativ einfach bis dahin, ne? Das ist jetzt 1% Zins und 1% Tilgung, das geht an die Bank. Wisst ihr, was das Schöne ist? Was bekomme ich für so eine Immobilie, die 1 Million Euro wert ist? Was bekomme ich? Schreibt es mir rein. Ich bekomme Miete. Danke, Nora. Ist toll, dass das auch mal andere sind, die reinschreiben. Das ist total gut. Das heißt, ihr scheint echt alle dabei zu sein. Das ist super. Und das bei über 500 Leuten. Sehr gut. Ich bekomme Miete. Ich habe jetzt so eine Hamburger Immobilie genommen. Mietrendite 2-3%, irgendwas dazwischen. Ich habe es jetzt in meinem Beispiel gerechnet mit einer Mietrendite von 2,4%. Also nichts Übertriebenes, sondern wirklich nur eine ganz normale, einfache, kleine Miete. Das bedeutet aber, dass ihr pro Monat auf 1 Million Euro 2.000 Euro, also 24.000 Euro im Jahr, 2.000 Euro Miete bekommt. 1.500 Euro gehen an die Bank. 500 Euro habt ihr noch für Nebenkosten und so weiter. Dann muss ja ein bisschen Rücklage bauen, ein bisschen Sicherheitsreserve bauen, ein bisschen was für die Verwaltung vielleicht, wenn du es nicht selber machen möchtest und so weiter. Das bedeutet, dass das Ding, deswegen rede ich als Einmalanlage, dadurch, dass du ein hohes Eigenkapital hast, meistens relativ neutral ist. Ich spreche dann nachher mit Nermin nochmal ein bisschen ausführlicher drüber, was für Möglichkeiten es gibt. Aber ich glaube, das Grundprinzip ist euch schon mal klar geworden. Und wenn ich das so berechne, dann habe ich nachher, jetzt muss ich einmal kurz reingucken, ich habe dann nachher noch an der Bank Restschuld von 700.000. Das könnt ihr hier hinten reinschreiben bei Punkt 4. Das kriege ich über Tilgung hin. Tilgung ist das, was ich immer nenne Zwangssparen. Vielleicht, wenn ihr mich schon öfter gesehen habt, kennt ihr, da fällt immer der Begriff Zwangssparen. Ihr werdet mit einer Immobilie automatisiert reicher, weil ihr zurückbezahlt und die Bank das auch gerne von euch erwartet. Das bedeutet, ihr habt hier gerade schon 200.000 Euro eigenes Vermögen aufgebaut. Ist das jedem soweit klar, wenn ich das so sage? Ja, ne? Gut. Freut mich, ihr seid alle dabei. Aber ihr seid auch alle, ihr seht alle sehr konzentriert aus. Das scheint dann doch schon anspruchsvoll zu sein. 700.000 Euro Restschuld, was im Endeffekt aber mein Mieter bezahlt hat. Und jetzt kommen wir zu einem Clou. Was passiert mit meiner Immobilie? Was passiert mit meiner Immobilie innerhalb von 20 Jahren? Danke, Nora. Wir werden es innerhalb von 20 Jahren höchstwahrscheinlich nicht mal verhindern können, dass sich der Wert entwickelt.
eine Wertsteigerung. Das bedeutet, und jetzt, ich weiß nicht mehr, wo Frank ist auf meinem Bildschirm weg, aber Frank, Other People's Money, du bekommst, jetzt kommt der große Hebel, du bekommst deine Wertsteigerung jetzt nicht auf die 100.000, sondern worauf bekommt ihr die Wertsteigerung? Sehr gut im Chat. Ihr bekommt die Wertsteigerung auf 1 Million Euro, weil der Immobilienwert 1 Million Euro ist. Und ich habe jetzt mal Hamburg, also das ist totaler Quatsch, 2% Wertsteigerung. In Hamburg hatten wir eine viel größere. Wie es in den nächsten Jahren ist, das wissen wir alle nicht. Ich glaube, das wird jetzt eine kleine Flaute geben durch die Zinserhöhung und so weiter. Ich glaube, in 20 Jahren werden wir nicht mit 2% auskommen. Das ist meine persönliche Geschichte, weil ich sage, so hoch wie unsere Inflation im Moment gerade ist, werden die Leute sich da weiterhin retten. Ich bin jetzt mal nur von 2% ausgegangen. Ganz einfache Wertentwicklung der letzten Jahre, Jahrzehnte, viel zu wenig. 2% hochgehen. Wisst ihr, was das ist? Jetzt könnt ihr den Taschenrechner. Wer einen Taschenrechner rechnen will, kann das jetzt ausrechnen, aber das müsst ihr nicht. Ist alles gut. Bei 1 Million Euro, 2% hochgerechnet, hast du über die gesamte Laufzeit von 20 Jahren einen Immobilienwert von 1,5 Millionen Euro. Wer von euch weiß, dass man nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen darf? Hat jeder schon mal gehört, ne? Immobilien sind nach 10 Jahren steuerfrei veräußerbar. Hier kannst du Wertentwicklung dazu schreiben bei 3 oder Steigerung, Wertsteigerung. Immobilienwertsteigerung. Mal angenommen, ich sage jetzt nach 20 Jahren, vielen Dank, habe ich verstanden. Liebe Bank, vielen Dank, dass ihr das gemacht habt. Hier hast du deine 700.000 Euro. Wie viel Geld habt ihr hier netto Cash bei meinem Beispiel zur Verfügung nach 20 Jahren? €800.000. 1,5 Millionen Verkaufserlös, ihr zahlt die Bank aus, 700.000 Euro überweist ihr an die Bank, 800.000 Euro bleiben auf dem eigenen Konto nach 20 Jahren. Das bedeutet, jetzt gehe ich mal wieder auf meine ganz normale Einlage von 100.000 Euro. Ihr habt also eine Wertsteigerung um das Achtfache. Das bedeutet, ihr habt eine 100.000 Euro Anlage gerade verachtfacht innerhalb von 20 Jahren, während ihr das auf dem Sparbuch vielleicht um 10.000, 20.000, 30.000 Euro erhöht habt. Ist das Beispiel soweit jedem bewusst und jedem klar geworden, dass man sagt, warum, woher kommt das? Es kommt durch Other People's Money, es kommt durch Hebel der Bereiche. Wenn du jetzt rechnest, sagst, ja, aber da kommt jetzt ja noch die Inflation obendrauf oder was auch immer. Die Inflation ist hier der ganz große Booster. Wenn du dein Geld im Tagesgeldbereich hast, dann ist deine 100.000 Euro, die 120, die du nachher hast, nachher nichts mehr wert. Wenn du es in eine Immobilie packst, wird wahrscheinlich der Immobilienwert noch weiter steigen, weil die Inflation halt den Immobilienwert auch immer teurer macht. Mieten wird immer teurer. Das heißt, deine Miete wird weiter steigen und so weiter. Das heißt also, die Inflation arbeitet hier für dich. Das habe ich nicht berücksichtigt. Und natürlich sind die 800.000 später wahrscheinlich auch keine 800.000 mehr wert. Aber viel, viel, viel mehr wert als meine 100.000 Euro in einer Alternativanlage. Ist euch das bewusst? Das heißt, hängt euch bitte nicht mit Inflation oder was auf, sucht euch gute Anlagen, wo ihr im Sachwertbereich die Inflation für euch arbeiten lasst. Hilft das? Kurzes Handzeichen. Seid ihr noch wach? Habt ihr es verstanden? Einmalanlage, Other People's Money, Hebelwirkung, steuerfrei verkaufen. Das ist eine Immobilienanlage, wo man tatsächlich vernünftige Renditen bekommt.